Goedenavond, servus, zuschauer, lieve fangemeinde van Volker Osika. Ook een goede avond aan de Nederlandse toeschouwers. Er is wat familie van me die hopelijk ook naar me kijkt. ja, we hebben een kleines probleem. De Volker is heute morgen positief getestet worden. We wisten namelijk nog niet waarvoor, maar ja, dat had op jeden geval een positieve testergebnis. Deswegen hebben we een kleine omändering. Heb ik dat menu een beetje omgeändert, weil ik kan namelijk geen zanderfilet maken. Dat doet me furchtbaar leid. Ik heb aber erst wat ganz schönes Neues gefunden. We maken heute grüne Bohnen-Eintopf. Es ist ganz einfach, wir brauchen nur für einen Eintopf einen Topf. Also die habe ich dann auch gefunden hier in der Küche. Später werden wir das alles auch nochmal fotografieren. Dazu gebe ich dann Tipps. Darum geht es auch eigentlich. Hè. Das Essen ist eigentlich ein bisschen unterbewertet. Man macht eigentlich einfach diesen Dosen auf. Man braucht noch nicht mal einen Dosenöffner, weil das ist alles da schön dran gemacht. Man schüttelt das aber ganz vorsichtig in den Topf. So. De Reste auch noch ein bisschen. Dozen die verwaren we. Ik heb früher in de Schule mal gelernt, da kann man so Draht dran machen. Wenn wir dann noch einen zweiten haben, zum Beispiel de Nachbar oder so, dann kann man mit een ander reden. De ander kann dann hören. Dat is totaal witzig. Also nicht wegschmeißen, daar kunnen we immer noch was mit machen. So, jetzt muss ich aber rühren in den Topf. Dafür brauche ich aber einen Kochlöffel. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus in die Küche, also da muss ich noch mal kurz suchen. Tja, William. Ah,
Hey. Was war das? Was erzählst du für Storys, du? Ich habe jetzt auch einen richtig kleinen... Ich glaube, ich gehe besser aus dem Weg, wenn du mit so einem Gefährte ankommst. Ja, also das ist dein kleiner Kochlöffel, den überreiche ich dir schon mal für heute Abend. Dann kann und, ich mal über deine Schulter mitgucken und rühren. Genau. Ja. Dann übergebe ich das lieber dich, weil mit mir werd jij niks. Bis später. So, es geht gleich weiter hier. Aber irgendwie ist jetzt hier gerade bei Instagram rausgeflogen. Also, ein herzliches Willkommen hier in Bad Vilbel im Küchenwalter oder Kochweltenwalter. Und ich begrüße heute Abend auf jeden Fall hier den lieben William. Und im Background, wer heute Abend über YouTube gucken möchte, schaut heute Abend mal bei YouTube rein über den Kanal. Und hier habt ihr drei verschiedene Kameraeinstellungen. Einmal hier direkt auf dem Brett, einmal direkt hier mich von vorne und einmal, was hier direkt in der Pfanne passiert. Also drei sensationelle Kameraeinstellungen. Und im Background sitzt der Oliver, der hierhin schon die ganze Zeit am Testen und am Machen ist. Und auf jeden Fall, ich würde euch heute Abend einfach empfehlen, geht auf kochkunst-osieka. Wer zwischendrin reinschalten will, geht bei mir in Instagram auf meine Bio und habt da den direkten Link und da könnt ihr einfach, ohne euch anzumelden, einfach direkt reinschalten, könnt Fragen stellen und dann seid ihr da direkt vor Ort. Also vielen lieben Dank auch mal wieder hier, wie gesagt, an Küchenwalter, an den Michael, der hat uns gestern mal hier ein bisschen besucht. Was auch eben der William gesagt hat, Corona, wir waren alle negativ. Jeder, der weiß, der im TV-Produktionen tätig ist oder auch bei Videos aufnehmen, der muss einen Corona-Test abwickeln. Also wir waren alle negativ, wenigstens negativ ist in diesem Fall was Positives. Also können wir auch da ganz entspannt heute Abend zusammenarbeiten. Tja, was gibt's heute Abend? Wir haben gestern lange gearbeitet, es war für mich ein richtig stressiger Tag. Und ich muss euch wirklich sagen, ich habe nichts zu essen gekriegt. Ja? Also ich habe wirklich gestern gehungert und habe dann gestern Abend ein Brötchen zu Hause gegessen. Und auch heute den ganzen Tag, ich habe eben ein belegtes Brötchen bekommen mit jungen Gouda, weil die zwei Herrschaften hier, die wollten jungen Gouda haben. Also ich glaube, ihr wurdet relativ gut verpflegt, ihr zwei. Gell? Also jetzt heute Abend haben wir natürlich auch ein Essen rausgesucht, was wir gestern gekocht haben. Und zwar gibt es ein kross gebratenes Zanderfilet mit einer Gurkenschuppe und dazu gibt es ein kleines Gemüse von Zucchini. Dann machen wir dazu ein schönes Pesto und obendrauf ein bisschen Kaviar. Und was ich allerdings schon vorbereitet habe, ist aber ganz, ganz leicht, ist ein Kartoffelpapier. Ein Kartoffelpapier mit Sweet Chili. Und zwar sind es nur gekochte Trüffelkartoffeln mit etwas mehr Wasser, das wird dann, wenn die Kartoffel weich ist, mit Salz und Pfeffer abgewürzt und dann einfach nur dünn püriert und auf einem Backmatte ausgestrichen und bei 70 Grad ungefähr 3 Stunden getrocknet. Dann habt ihr so ein Papier, das könnt ihr auch mit Rose, mit diesen süßen Kartoffeln machen, ihr könnt es mit einer normalen Kartoffel machen, was ihr auch machen könnt, wenn ihr die süße Kartoffeln zum Beispiel nicht pürieren wollt oder kochen wollt, dann könnt ihr die einfach auch so trocknen. So, und das Ganze bereiten wir jetzt zusammen zu. Also, wir brauchen frische Kräuter. Ich habe jetzt hier schönen Schnittlauch, frische Blattpetersilie. Dann habe ich hier Minze, weil ich mag Minze mit Fischgeschmack. Zum Fisch passt es sehr, sehr gut. Dann Rosmarin zum Anbraten. Schönes Zanderfilet, allerdings hier ohne der Haut. Dann eine Mini-Gurke, ganz, ganz wichtig, weil die Schuppen ja sehr, sehr klein sein sollen. Eine halbe Zucchini reicht und hier schöne Kresse. Und frischen Kaviar. So, wir legen jetzt einfach los. Ich mache jetzt mal hier die Werbung weg. Zack, zack, zack. Und es geht los. Also ganz, ganz wichtig ist, den Backofen vorher anheizen, weil ich nämlich da drin jetzt auch gleich den Zander gare. Den drehe ich auf maximal 80 Grad, weil der Zander soll nicht durchgebraten sein, sondern soll schön glasig sein. Natürlich kann man den auch ein bisschen durchbraten, wenn es jemand möchte, aber ich empfehle immer, dass ein Fisch nicht ganz durchgebraten sein soll. Ganz, ganz wichtig natürlich auch, dass wir den Fisch ordentlich würzen. Und zwar habe ich jetzt hier einen sogenannten Stangenpfeffer.
Wer diesen Pfeffer noch nicht gekannt hat, den bricht man einfach und auch normal in eine Pfeffermühle mit reingeben. So, auch hier wichtig, natürlich von beiden Seiten würzen, das A und das O. Und hier auch mit einem schönen rosa Salz. Dann stehen wir auf die Seite stellen, bis die Pfanne heiß ist. In der Zeit, wo hier das Ganze passiert, mache ich mir jetzt schon mal die Gurkenschuppen, weil die brauche ich jetzt. Jetzt habe ich hier natürlich auch eine ganz fein eingestellte Reibe. Das heißt also, die Gurkenscheiben sind hauchdünn geschnitten. Hauchdünn. Weil die sollen nicht so dick sein. Und wie gesagt, nochmal empfohlen, eine Mini-Gurke nehmen. Die kriegt man, wir haben die gestern in der Kleinmarkthalle in Frankfurt gekauft. Da waren wir übrigens gestern vor Ort und haben ein tolles Gemüse gekauft. So, das wieder ein bisschen hochheizen, genau. So, in der Zeit, wo die Pfannen heiß werden, gehe ich hier hin und schneide mir für mein Gemüse Zucchini-Würfel. Die würde ich relativ fein schneiden, weil der Fisch auch ein sehr, sehr feines Gericht ist. Also nicht ganz zu grob. Ihr achtet nebenbei drauf, wenn die Pfanne zu heiß wird, sagt er mir rechtzeitig Bescheid oder winkt. Wie gesagt, wer die verschiedenen Kameraeinstellungen mal sehen möchte, geht bei Instagram oder bei Facebook auf den Link. Den habe ich heute eingestellt. Und da kommt er direkt bei YouTube raus, ohne euch anzumelden. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal zuschauen, wie die verschiedenen Kameraeinstellungen sind, wenn man professionell arbeitet bzw. professionelle Partner an der Seite hat. So, Pfanne auf der Seite kurz anbraten, auf der Oberfläche dann umdrehen. So, und jetzt hier ganz dünn mit den Gurkenscheiben belegen. Und es sieht natürlich auch optisch schön aus. Wenn ihr könnt natürlich auch, was auch sehr, sehr schön aussieht, ein schönes Lachsfilet nehmen zum Beispiel. So, und ihr seht auch hier, wenn die jetzt zu dick wären, die Scheiben, würde es gar nicht mehr schön aussehen und vor allen Dingen würden sich die Gurkenscheiben nicht schön verteilen lassen. So, also richtig schön drauf geben. Ich ziehe das Ganze jetzt zurück, gehe jetzt mit dem Töpfchen hier rüber, weil ich nämlich gleich hier auch das Zucchini-Gemüse machen werde. Also ich werde oft gefragt hier, du hast immer so viele Pfannen auf dem Herd. Also wir Köche können ja, was weiß ich, mit 5, 6 Pfannen gleichzeitig umgehen. Wenn man das gelernt hat, ist es natürlich ein Kinderspiel. Aber auch diesen Zander, ihr kennt mich, ich gebe euch immer gerne die Tipps, könnt ihr auch ein bisschen vorbereiten. Das heißt also kurz anbraten von allen Seiten und dann einfach auf ein Backblech legen und kurz bevor eure Freunde oder Gäste kommen, einfach kurz im Backofen. So, jetzt seht ihr es mal hier, wie das aussieht. Auch hier für meine Fans. Auch hier. Und jetzt natürlich ganz wenig Salz nochmal drauf geben und ab in den Backofen. 80 Grad. So, ist schon mal drin. Der Topf ist auch schon heiß. So, hier Öl reingeben. Man könnte jetzt hier noch ein bisschen Ingwer mit reingeben, mache ich aber heute nicht, weil der Ingwer zu dominant ist für diesen Fisch. So, schneiden habe ich auch gelernt heute Nacht. Ich habe mir extra noch YouTube-Filme angeguckt. So, hier reingeben. Auch hier ganz, ganz wichtig, gut abschmecken. Was ich diesmal reinmache, ist etwas Bio-Kurkuma. Ein Stückchen, einfach wegen der Farbe, wegen dem Geschmack. Natürlich Salz. Und was ich auch noch reingebe, ist etwas Chili. Salz noch dazu. So. Und nochmal von dem schönen Stangenpfeffer. Das Ganze könnte man sich auch ein bisschen vorbereiten. Also keine Angst haben, sich die Würfel am Vormittag vorzuschneiden, ist kein Thema. So, kurz anschwenken, auf die Seite stellen. So, jetzt haben wir schon das Gemüse, wir haben den Fisch im Ofen und jetzt geht es weiter an das Pesto. Pesto kennt ja jeder, normalerweise Pinienkerne mit rein, Parmesan mit rein. Aber wir wollen nachher eine schöne cremige Soße haben, die giftgrün ist. Also, wir gehen hier rein.
die Kräuter mit rein, ein bisschen Rosmarin mit rein. Dann Olivenöl mit dazu, ruhig ordentlich Olivenöl dazu. Salz und Pfeffer, ganz, ganz wichtig, damit es auch richtig schmeckt hier. So, jetzt machen wir ein bisschen Krach. Das kennt ihr ja bei mir, ich mache immer Krach. So, noch mal ein bisschen Olivenöl mit dazu. Das darf ruhig richtig sämig sein. Zum Beispiel das Pesto könnt ihr euch natürlich auch aufheben, wenn ihr zu viel gemacht habt. So, jetzt gehe ich hier hin, schütte es hier rein. So. Jetzt braten wir das Ganze noch mal hier an. Hier haben wir das Pesto. Hier. Und jetzt gehen wir schon wieder fast ans Anrichten. Wir sind heute wieder unheimlich schnell, weil wir heute noch einiges vorhaben, haben wir uns auch ein kurzes Gericht ausgesucht. Das heißt also, ich empfehle euch hier einen tiefen Teller zu nehmen. Jetzt gucke ich mal kurz nach dem Fisch. Ja, der passt. Den stellst du mal ganz kurz auf den Ofen drauf. Was ihr zum Beispiel auch machen könntet, ihr könnt jetzt noch ein bisschen braunen Zucker hier drüber streuen und mit dem Bunsenbrenner kurz drüber gehen, damit die Gurke noch ein bisschen Farbe erhält. So. Dann natürlich auch nochmal abschmecken, ganz, ganz wichtig. Nein, da fehlt noch ein bisschen Pfeffer. Und wie gesagt, das Zucchini-Gemüse könnt ihr euch ruhig vorher schon mal anrichten. So, jetzt gehen wir schon ans Anrichten. In die Mitte von einem tiefen Teller. Das ist zum Beispiel auch ein wunderschönes Gericht, was ihr im Sommer machen könntet. Ihr könntet zum Beispiel die Gurken, die Zucchini-Würfelchen kalt werden lassen, ein bisschen weißen Balsamico mit reingeben, als kaltes Gemüse. So, und was wir jetzt machen, wir machen jetzt hier unser Pesto mit rein. Und ihr seht, das ist zwar ölig, aber das schmeckt hervorragend in der Kombination. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne. Dann das Zanderfilet hier oben drauf. Das habe ich eben vom gelernt, dass man Öl, was am Tellerrand ist, hingehen soll und das nach innen schieben soll. So, jetzt gehen wir hier hin. Und machen noch ein bisschen Kaviar oben drauf. Jetzt kommt die Dekoration. Jetzt schneide ich das nochmal kurz hier an, damit das Ganze auch hält. Reingesteckt. Und noch ein bisschen Kresse. Das ist unser Gericht heute Abend. Zanderfilet in der Gurkenschuppe auf feinem Zucchini-Gemüse, einem Pesto und einem Segel- oder Papier, Kartoffelpapier von der Lila Kartoffel mit frischem Kaviar. So, und lieber William, ich habe jetzt meinen Part gemacht. Wieso, bist du schon fertig? Ja, klar. Wo ist der zweite Teller? Achso, ja, du wolltest kalten Eintopf das haben. Das esse ich, also ich muss einen haben zum Fotografieren. Nein. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Fotografieren und dann sehen wir uns gleich. Jo, bis gleich. So, ihr Lieben, Folgendes. Wir werden jetzt kurz aus YouTube rausgehen, nicht aus YouTube, aus Instagram rausgehen, weil uns Instagram nach 59 Minuten und 59 Sekunden rausschmeißt. Wir schalten jetzt gleich wieder live ein. Gebt uns gerade 2-3 Minuten. Auf YouTube und Facebook könnt ihr weiterschauen. Wir müssen mal kurz das Set ein bisschen ändern.
Und wie gesagt, Instagram, gebt uns 3-4 Minuten, dann sind wir gleich wieder live da. Ja, bis gleich. So, lieber William. Ja. Jetzt übergebe ich dir das Wort. Dann, ich versuche heute Abend dann mal was zu erzählen über Foodfotografie. Das wird also so zijn dat we ganz einfache Tipps und Tricks geben, wo man sehr einfach auch mit einem Handy oder een einfache Kamera auch schon schöne Bilder machen kann von das, was man gekocht hat. Ik werde erstmal das. Das Bild, das Essen von Volker fotografieren. Und we hebben das hier ein bisschen nachgestellt von Belichtung her. Normalerweise versuche ich auf jeden Fall so viel wie möglich mit Tageslicht zu arbeiten. Da wir jetzt schon dunkel haben hier draußen, ist das unmöglich. Also werden wir mit Blitzlicht arbeiten. Dafür messe ich das Licht. Damit ich das auf die Kamera auch dementsprechend einstellen kann. Und dann machen wir die wunderschöne Kreation, werden wir dann mal ablichten. So. Okay. So, sehr schön. Okay. So, lieber William. Ja. Ich übergebe dir jetzt auf jeden Fall das Wort erstmal hier. Aber ich wollte noch mal kurz sagen, wir unterhalten uns ein bisschen, du gibst uns einfach die Tipps und Tricks, ja, für unseren ganzen Follower, was ganz, ganz wichtig ist, auf was wir achten sollten, wenn wir Foodfotografie machen, wo es losgeht beim Einkauf etc., wenn wir dann gestern einkaufen. Ja. Und wir haben ganz zum Schluss, wir haben ja unsere Follower aufgerufen, uns 5 Fotos einzuschicken. Wir haben heute Mittag in großer Arbeit, wir haben über 80 Fotos eingeschickt gekriegt, haben wir also 5 Fotos rausgesucht, die eigentlich komplett verschieden sind. Und da gibst du dann nachher einfach Tipps und Tricks dazu. Was du gut findest und was du natürlich vielleicht von deiner Warte oder Aussicht auch sagen würdest, das hättest du vielleicht ein bisschen anders angerichtet. Dann übergebe ich dir jetzt das Wort. Ja, da muss ich wohl direkt dazu sagen, dass dieses
diese Tipps von anders machen, das ist so wie beim Kochen. Jeder hat einen anderen Geschmack. Also das ist auch nicht das, was ich sage, ist zwingend das Beste. Also wenn, es hat immer auch mit dem eigenen Geschmack zu tun. Ich habe gerade eben schon was erzählt über das Licht. Und das Licht ist hier momentan natürlich dunkel draußen. Am liebsten arbeite ich mit Tageslicht. Es ist natürlicher, es ist kostenlos und eigenlijk normalerweise zu jeder Zeit verfügbar. Een andere Möglichkeit ist Kunstlicht, also Lampen. Daar ben ich nicht so ein großer Fan von, weil die schon eine Hitzeentwicklung haben, also die werden auch warm. Waardoor das Essen zum Beispiel noch schneller verfärbt, nicht schön wird, braune Ränder bekommt und so weiter. Also Blitzlicht ist dann eine gute Alternative, was wir jetzt benutzt haben. Tageslicht eigentlich am besten. Wenn man zu Hause sowas machen möchte und man hat zum Beispiel einen Dachschräge und da ein Fenster drin, ein schräges Fenster, ist immer am besten, weil das Licht dann quasi in eine bestimmte Ecke runterkommt, also nicht ganz nach vorne oder ganz von oben. Man kann das Licht dann auch steuern, dazu gebe ich gleich noch ein paar Tipps. Das funktioniert eigentlich am besten. Und farblich ist das am schönsten und ja, einfach ein schönes Licht. Ein Wintergarten funktioniert auch, nur ist da natürlich das Problem, dass das Licht von alle Seiten kommt. Man kann es dann kaum noch steuern. Wie Volker gerade eben schon sagte, Foodfotografie fängt an beim Einkaufen. Und da waren wir gestern in Frankfurt auf einem wahnsinnig schönen Markt. Ich liebe Märkte. Wo wir herkommen aus dem Rheinland, da haben wir zum Beispiel in Düsseldorf auch so einen wunderschönen Markt. Da ist, ich liebe das daar einkaufen zu gehen und da schön ein paar Sachen einzukaufen. Meistens kommt man statt mit einer Tüte mit zwei Tüten nach Hause. Und ich habe gedacht, du kommst aus Holland und nicht aus Düsseldorf. Nee. Das hört sich vielleicht so an, aber es ist, weil ich früher zu viel gekifft habe. So, ja, genau. Also wenn ihr mal früher zu viel gekifft, ja. Haben wir gestern schon gehabt. Also Mushrooms und was weiß ich alles hier. Ja, Spaß deswegen war es auch positiv getestet. Genau. Also wir haben jetzt ein Foto von Einkaufen, da probiert oder schaut Volker sich schon de Gemüse an und wir gucken dann nach den Hero, nennen wir das. Das ist eigentlich der Gewinner von allen Produkten, die da liegen. Die sieht am schönsten aus, der hat de schönste Farbe, de schönste Form, der hat keine Macke. Das ist vor allem wichtig, wenn wir das später fotografieren, weil manchmal wird nicht alles verkocht, aber benutzen wir auch noch mal ein paar Zutaten als Props, als Deko. Das heißt also, wir als Köche, wir hatten ja gestern die Diskussion, das fand ich auch sehr, sehr gut. Das heißt also, wir als Köche gucken ja nicht nach der Form. Ja, jetzt hast du gestern, das hatte ich gestern zum Beispiel, eine Mango gehabt. Das ist meine Mango, ja. Und ich habe gesagt, die passt, weil die für mich nicht ganz so reif ist. Ja. Und hast du sofort gesagt, stopp. Also wir zeigen die euch mal, wie die aussieht. Meine ist nicht ganz so reif. So. Ja. Und jetzt haben wir hier also einen kompletten Unterschied. Also farblich fand ich meine schöner. Da waren mehr Farbe drin. Da war mehr gelb, mehr grün, mehr rot. Deine war gestern weniger gelb. Da war nur rot und grün. Also der ist gut, ist ja nachgereift. Ja, ist noch was nachgereift. Also wir hatten, du hast dann gestern direkt den ausgesucht. Ich hatte dann gesagt van nee, ich finde die andere schöner. We hatten das auch noch mal mit die Dinge hier. Met de Melone. Der hatte Dutzen erin. Der war auch nicht so schön von Form. Das sind alle Sachen, wo man, wenn man von vornherein weiß, dass man die Sache fotografiert, dann achtet man darauf, dat die makeloos is en ja, richtige Farbe hat, dat het schön frisch aussieht. Ik weiß, es gibt mittlerweile oft in Supermärkten und so Körbe, wo das
Obst und Gemüse landet, was nicht so schön ist, aber noch gut zum Essen. Dat is ook vol in Ordnung voor die Leute, die zich eigenlijk fotografieren. Ja. En alles verkochen, maar alles andere muss schon schön aussehen. Wir müssen aber jetzt mal hier unterscheiden, William, so sehe ich das. Und ich denke auch viele Zuschauer, dass du gehst jetzt hiervon aus, wenn du jetzt nur die Mango komplett fotografieren möchtest. Wenn ich ihn natürlich jetzt hinterher klein schneide, in Würfel für irgendein schönes Chutney zum Fisch oder zu den Jakobsmuscheln etc., ist ja eigentlich die Hautfarbe egal. Dann ist der egal, ja. Genau, ja, also dass wir nicht das falsch verstehen oder dass jedes nach guckt, ja. Und sagt, boah, die ist schön von der Form her, von der Struktur außen. Es geht darum, wir haben ja auch schon, das werden wir nachher sehen, manche legen ja, wie du sagst, Props dazu, ja, die Gemüse oder Obst dazu legen. Also darauf achten, dass sie wirklich eine schöne Form hat und eine schöne Farbgebung hat. Ja. We hebben dat zum Beispiel met een Spargel gemacht. We hadden Spargel bij een Gericht dazu gehabt. En dan heb ik daar een paar Spargel eruit geholt, die schön aussehen. En dan naar zo'n Bund daarvan dazu gelegd. Man benutzt oft auch die Ingredienten, die in den Gericht sind, om daar etwas zu erzählen, eigentlich. Hè? Also, food photography is oft auch Storytelling. Oké. Okay. Ja. So. Een tweede ding, wat natuurlijk op zo'n markt schön is, en daar hebben we ook nog een schönes foto van, is wenn man dan op zo'n markt is, man kan dus ook maar benutzen om andere foto's te maken als nu een fertig gericht wat man gekocht had. Die atmosfeer van zo'n markt. Ik heb gerade even zo gezegd, ik liebe Märkte. Het is momentan natuurlijk met corona een beetje schwieriger om op zo'n markt te essen, maar oft kan man op zo'n markt ook wat essen, een café drinken, een wijn drinken, of wat ook immer. Das macht einfach Spaß und es ist dann auch schön, die Atmosphäre, die man da spürt, auch festzulegen, hè? Versuchen festzulegen. Das ist ein schönes Farbspiel, das ist einfach schön. Und man kriegt dann auch so ein, wenn man auf dem Markt einkauft, finde ich, dann haben wir auch so ein Foto von gemacht, was wir da alles eingekauft haben. Das gibt so eine schöne Sammlung von Produkten und das ist einfach genial, finde ich. Das ist richtig, richtig schön. Sehr ja. Gut. Was sagst du noch dazu? Was ist noch wichtig? Auch gerade bei den Kräutern haben wir gestern auch zum Beispiel diskutiert. Nehmen wir den Rosmarin, dann nehmen wir den Thymian. Ja? Ich habe irgendwo reingegriffen, weil er für mich einfach gut war. Mhm. Ja? Und du hast dann sofort gesagt, stopp, der muss gerade gewachsen sein, der muss buschiger sein. Ja? Das hast du sofort wieder mit anderen Augen gesehen als wir Köche zum Beispiel. Ja? Ja, ich denke auch, weil du mit einem anderen Gedanke einkaufst. Hè? Du kaufst ein zum Kochen so, und ich kaufe ein zum Fotografieren. Und da achtet man einfach darauf, auf solche Sachen. Hè? Wie gesagt, dass es frisch ist. Dass da zum Beispiel bei den Thymian da nicht viel Braun dazwischen ist. Ja. Nicht ausgetrocknet. Ausgetrocknet genau. Ist. Ja, und da achten wir schon drauf. Ja. Und man muss auch rechnen, dass das zum Beispiel, wenn man das mit nach Hause nimmt, es wird nicht direkt verarbeitet. Also es liegt da auch noch. Dazu ist auch zum Beispiel, kann man sehr gut machen, einen großen Schüssel zu nehmen mit Eis und Wasser darin. Und du hast gesagt, du liebst Minze. Ja. Minze hat zum Beispiel das Problem, ist, dass das schnell vertrocknet. Wenn man nach Hause kommt, man legt das in den Schüssel mit Eis, das bleibt total frisch. Richtig. Genau, haben wir es gelernt, der Gastronomie auch. Okay. So haben wir Minze zum Leben wieder erweckt. Nicht nur die Menschheit, sondern auch die Minze. Ja? Reanimieren. Genau. Also wenn wir jetzt die Produkte haben, das heißt also Lebensmittel, ja, was kann man noch benutzen, ja, um ein schönes Gericht zu fotografieren? Du hast ein paar Sachen mitgebracht, habe ich hier gesehen. Ja, aber bevor wir dazu kommen, okay. Man kann zum Beispiel auch die, da habe ich auch ein Foto habe ich dann gemacht, was man auch noch machen kann. Hè? Man kann auch ein schönes Stillleben machen. We hebben die Spargel, den Knoblauch, we hebben een wunderschöne Knoblauch gekauft. Da hatten wir auch das Problem, der eine war auch ein bisschen braun, die haben wir auch zurückgelegt. Da kann man auch ein schönes Leben von machen und man kann die Sachen dann auch als Props benutzen. Dazu habe aber auch andere Sachen. Ich habe was mitgebracht. Jetzt muss ich mal kurz fragen, für die Zuschauer, die nicht wissen, was verstehst du unter Props? Props sind eigentlich die Deko-Sachen. Dekorative Sachen. Und okay. Wenn man da einmal mit anfängt, man bleibt sammeln. Man sammelt von alles. Okay. Ich habe hier eine alte
Hubel. Ja, die vorhin nicht funktioniert habe. Ich wollte den ja testen, ne? Aber der hat nicht ganz funktioniert. Du hast dich auch geschnitten, glaube ich. Ja, genau, so scharf war der, so stumpf war der. Ja, eine alte Kaffeemühle. Wenn man mal eine Tasse Kaffee fotografieren möchte, das ist wunderschön mit lose Kaffeebohnen dazu oder Kaffee, gemahlene Kaffee. Dekken, tischdekken, alles mogelijke, servietten. Man kan van alles sammelen. Man kan dat op Trödelmarkten, dat is Liebig zo'n, sammelen. Man kan aber ook op bestimmte Bekanntenkreis, zum Beispiel. Oder man kan het ook tauschen met anderen. Wenn man dat zo'n een paar Mal benutzt had, dan wil je het niet nogmaals, weil je niet jedes Mal den gleichen Teller had. Wenn man aber auf die Suche geht, sind een paar Sachen wichtig. Bei Teller. Nicht zu groß. Was viele machen und denken. Bitte was? Ja. Also ich kenne es immer so, jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Ich kenne es immer so. Hauptsache der Teller ist richtig groß. Ja. Viele neigen auch dazu, sieht man ja auch sehr oft, den Teller überproportional zu füllen. Mhm. Ja. Ja. Aber du sagst es gerade das Gegenteil. Also wir achten immer darauf, dass man richtig schön vom Tellerrand noch sieht. Ja, der darf normalerweise nicht benutzt werden. Ja, mittlerweile gibt es auch so verschiedene Stilrichtungen, wo auch der Tellerrand benutzt wird oder der Teller wird komplett halbiert. Aber da kommen wir gleich auch nochmal dazu, weil du mir da auch gestern ein bisschen was gezeigt hast. Aber du sagst es, kleiner Teller und wenig anrichten. Also wenn ich jetzt rein ein Foodfoto machen möchte. Ja, ja. Wir sprechen hier rein um Foodfoto, um euer Gericht oder euer fertiges Essen richtig in Szene zu setzen. Es geht nicht darum, wenn er mittags, sonntags, mittags hier für 4 oder 8 Personen kocht, dass dann lauter kleine Teller angerichtet werden. Also das war für mich gestern auch neu, muss ich auch dazu sagen. Das kannst du wieder. Okay, ich glaube, wir haben eine Frage. Food Scout Germany fragt, was haltet ihr von Fotos, die mit einem Handy neuer Generation gemacht wurden? Ah, da kommen wir gleich auf. Wir werden gleich auf, über Equipment reden. We hebben ons een beetje voorbereid hier en willen ook tussendoor maar foto's einblenden. En wenn ik daar jetzt op antwoord, dan komt onze reihenfolge een beetje door. Nee, dat willen we niet. Also, goede vragen. Maar tussendoor gezegd, ik heet daar zeer veel van, maar ik kom daar gelijk op terug. Dann kläre ich das ein bisschen. Also lieber Peter, warte noch einen Moment, wir kommen gleich auf dich. Genau. Also das mit den größten Tellergrößen, es ist nämlich so, es ist nicht schön, den Teller voll zu machen. Ich erkläre das zum Beispiel mit Pizza. Hè? Man kann ein Foto machen von einer Pizza, die man weil so groß ist, hè? Oder man macht ein Foto von einer Pizza, weil der lecker ist, weil der lecker aussieht. Also die Picolines, also, die du zu kaufen kriegst in der Tiefkühltruhe, gell? Jawohl. Zum Beispiel. Aber es ist wichtig, dass man das nicht zu groß macht. Weil man sieht dann auch, dann hat man zum Beispiel einen schönen Untergrund, eine schöne Tischplatte oder was auch immer. Oder war aber auch etwas mit so einer alten Tür gemacht hier, total schön. Aber das heißt also, du hast die Tür unten drunter gelegt, den Türrahmen, ja, oder was hast du gemacht? Ja, den Türrahmen, der Tür selber. Ja, die Tür selbst? Türblatt. Türblatt. Das. Ja. Das heißt also, du hast also dies als Untergrund genommen, statt die normale Arbeitsplatte, genau, oder statt eine schwarze Platte, hast du einfach als ein Türblatt genommen. Genau. Ah ja, okay, sehr schön. Und wenn da so ein großer Teller und dann ein kleines Gericht, dann hat man sehr viel Tellerrand. Und das, die sind meistens also oft weiß. Das fragt sehr viel Aufmerksamkeit. Und das geht die Aufmerksamkeit für das, was es eigentlich um geht, ist die Atmosphäre, das Essen, geht ein bisschen verloren. Also es ist dann halt schade. Genau, du hast vorhin, glaube ich, schon angerissen gehabt, man sollte darauf achten, auch dass die Teller matt sind. Ja, oh ja. Ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Es gibt ja viele, die so Glasteller sind, die so spiegeln. Das sieht man auch oft in Tellern, dass dann das Essen sich eigentlich fast drin spiegelt. Was sagst du dazu? Also wir haben ein Foto gleich auch, wo die Teller ein bisschen glänzt. Da war es zufällig auch sehr schön. Also, es kann sehr schön wirken. Das glaube ich bei diesen 5 Fotos nachher, gell? Oder? Da haben wir auch einen, der glänzt. Genau. Aber ich habe auch gleich bei Fotos, die wir gemacht haben, etwas dabei. Aber wenn es nicht. Wenn man die Auswahl hat, wenn man auf so einem Trödelmarkt ist oder wie auch immer, man findet da Teller, die matt sind, die sind immer besser. Das ist okay. Ein bisschen ausgefallene Teller, man kann immer noch mal tauschen mit jemand anderem, die das Gleiche macht, und, so, sodass man auch nicht jedes Mal das Gleiche
Jetzt eine Frage, wenn du sagst Teller, bist du ein Freund, der eher sagt weißer Teller, matt weiß, oder bist du auch jemand, der sagt hier schwarz, es gibt ja Granit, wir haben gestern auf dem goldenen Teller angerichtet, wir haben auf dem blauen Teller angerichtet, der marmoriert war, wir haben auf dem grauen Teller angerichtet, wir haben ja glaube ich gestern 20 verschiedene Tellersorten da gehabt. Wie ist da dein Feedback hierfür, wo ich dann sage, auf was sollte man achten? Also wir haben heute Mittag, glaube ich, auch gerade die Diskussion gehabt. Wir hatten einen dunkelblauen Teller und schwarze Gnocchis. Mhm. Da habe ich gesagt, beißt sich. Da haben wir, glaube ich, auch irgendwo die Kurve zusammengekriegt. Ja, und haben dann einen helleren Teller genommen. Ja. Was sagst du zu Farben auf den Tellern? Es soll zusammenpassen. Het aanrichten van een teller is wie man van kleiderschrank steht. Man sucht zich een hose aus, een oberteil, en dat soll zusammenpassen. En zo is het ook met een teller, met das Essen. Het soll zusammenpassen, het soll harmonieren. Het soll, wie du sagst, wenn es nicht zusammenpasst, dann ist es auch nicht schön. Also man soll schon darauf achten, dass het von Atmosphäre zusammenpasst. Vom Stil her. Ja, vom Stil her. Okay. Ja. Okay, gut. Also ich liebe hauptsächlich weiße Teller. Ja, weil ich da denke, dass da halt jede Farbe eigentlich am besten rüberkommt. Ja, aber ich denke, wenn man zum Beispiel, viele machen das für Instagram, ihre Foodfotografie, wenn man da nur weiße Teller auf die ganzen Bilder hat, das wird irgendwann auch langweilig. Also, also da mal ruhig drauf achten. Ja. Sich auch, es muss auch nicht immer ein Teller sein. Man kann auch ein Brett nehmen. Wir haben gestern auch ein Brett genommen. Steak, genau. Ja, ja, genau. Also, man kann alles benutzen eigentlich. Okay. Glasplatte oder was auch immer. Okay. Man muss da auch ausprobieren. Man muss einfach mal versuchen, probieren. Und, das heißt also, weil du jetzt sagst, gerade ausprobieren, also es ist nicht maßgeblich, was du heute Abend hier sagst. Nein. Es ist beim Kochen, ich habe ja meine eigene Linie, ja, und habe meinen Style. Das heißt also, das sind deine Tipps, so wie du das Foto siehst. Ja. Weil jeder sieht ja sein Essen anders. Ich glaube, wenn wir jetzt 10 Fotografen nebeneinander stellen, da sagt jeder, boah, ich will das aber anders fotografieren, ich will das anders anrichten. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, hier mal kurz reinzuwerfen. Ja, es ändert sich auch sehr viel. Also, was zum Beispiel vor, weiß ich was, 20, 30 Jahre von Dinge richtig war, ist heutzutage gar nicht mehr richtig oder ist hat sich komplett geändert. Komposition zum Beispiel, das sind Sachen, die eine Rolle spielen. Wie komposiere ich die ganze Sache? Das ist mittlerweile alles anders. Man hat da keine goldene Regel für. Klar, man sagt immer von, ja, man darf es nicht so oder so machen, aber das kann man immer selber entscheiden, finde ich. Also, okay. Wenn du etwas kochst und du sagst van, koch het zo en zo en du doest daar salbei erin en jemand maakt geen salbei, dan lässt je dat raus en doet wat anders erin. Probeert wat aus en maakt daar een ander gericht van en denkt van, oh, dat vind ik ook wel lekker. Ja, zo is het met fotografie ook. Goed. Wat hast du noch für Sachen da? Also een Korb oder sowas, was man nehmen kann. Man kann ja, ich habe einen Korb. Ich habe auch. Brötchen hast du auch noch. Ja, vorhin habe ich schon eins gesucht. Aber das fällt sehr schön. Genau. Das ist zum Beispiel jetzt auch eine Frage. Ja. Oft ist ja die Sache, du siehst, wenn man ein Gericht angerichtet hat, das verliert ja unheimlich schnell an Glanz. Mhm. Ja? Was macht man zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt in 10 Minuten noch das Zanderfilet fotografieren möchte, wäre die Gurke obendrauf, wäre die so matt. Was empfiehlst du zum Beispiel? Also wenn man zum Beispiel was Glanz drauf bringen will, ganz einfach füllen mit Wasser und Olivenöl, okay. Kalt gepresst, erste Pressung. Genau. Nee, das also, um da wieder dann, leicht den Glanz wieder herzukriegen, genau. Und wieder zu kriegen. Und wenn man das dosiert machen will, die habe ich weg. Einfach einen Pinsel. Ein bisschen pinselen, Öl drauf, Olivenöl drauf, genau. Oder was auch immer. Wasser, genau. Wassertropfen drauf zum Beispiel, sieht auch immer. Wir waren gestern auf dem Markt, ich finde es total schön, wenn das Obst oder Gemüse, die Wassertropfen drauf sind. Ja gut, die gehen ja auch mit der Sprühpistole drüber, gell? Ja, das sieht einfach frisch aus. Keine Ahnung, ob es es braucht, weiß ich nicht, aber das sieht einfach besser aus. So. Ja. Jetzt habe ich heute Mittag zum Beispiel einen Fehler gemacht, wenn wir jetzt gerade mit der Sache sehen mit Öl. Ja? Ich habe heute Mittag was angerichtet und habe dann so einen Ölfleck am Rand gehabt. Ah, ja. Dann hast du sofort gesagt, stopp. Den schiebt man nicht nach außen, sondern was macht man mit dem Ölfleck? Also ich hole jetzt mal den Teller, damit man es einmal mal zeigen könnte.
Also man hat. Ups. Okay, das ist einfach so. Man hat schnell, wenn da was drauf ist und das gehört nicht dahin, macht man so. Man möchte das wegmachen. Man hat einfach da, nicht das Gefühl, man muss das in. Aber man muss das eigentlich in Essen schieben. Weil dann ist es weg. Okay. Weil hier, das zieht Streifen. Okay. Und dann ist man nur am Versuchen wegzukriegen. Weil hier aber ein paar Tropfen zum Beispiel. Ja, dann macht den Teller mal richtig sauber. So. Und dann ist das weg. Okay, also. Dann zieht man das nach oben, dann kann sein, dass man es noch dreckiger macht. Oder man zieht einfach alles hier drüber. Einfach ins Essen. Genau. Weil dann sieht man das ja eh nicht mehr. Weil die Sache ist ja auch, wenn du einen heißen Teller hast, bleibt es auf jeden Fall anders hängen, als wenn du einen kalten Teller hast. Auch jetzt kurz, nochmal kurz eingeworfen. Wir haben auch eben, habt ihr gesehen gehabt, viele würden jetzt hier mit einer Schüssel drüber gehen. Also ganz, ganz wichtig ist auch, wenn ihr ein Essen anrichtet, nehmt am besten einen kleinen Messbecher oder nehmt euch so eine Flasche, wenn ihr irgendwas oder einen kleinen Trichter ja, damit ihr das einfüllen könnt, damit der Tellerrand einfach auch sauber ist. Das macht dann auch viel, viel mehr Spaß, als wenn ihr hinterher dann stundenlang am Saubermachen seid. Zum Beispiel auch ein Smoothie, ja? Wenn man dann so ein Glas mit einem Smoothie fotografieren will, wenn wir die Smoothie reinbringen und man gießt das so rein, dann ist direkt die umliegende Rand ist vol met spetter. Und, genau. Einfach mit zo'n trichter und dann bleibt das schön von drinnen und dann füllt das Glas sich so schön, hat man den Rand auch. Okay, also nur ein kleiner Tipp nochmal zum Anrichten, zum sauberen Anrichten. So. Das wollte ich nicht. Nächster Punkt. Wenn ich es verloren. Jetzt geht's. Da kommt noch eine Frage. Wonny Knoll fragt: Meinung zu Bildern von oben fotografiert oder von vorne? Was ist besser? Und wie ist das mit verschwommenem Hintergrund? Ah, okay. Das sind also die erste Frage. Daar komen we jetzt eigenlijk op. Also, dat is van propping gehen wir zu cropping. Cropping is eigenlijk een Engels voor Bildausschnitt. Maar dazu hebben we jetzt ook een foto. De nächste foto. Daar is een teller fotografiert, die aangesneden is. Niet van ons. Doch, die ist von uns. Ah, ja, okay. Die hebben we van oben fotografiert. Ah, ja, okay. Also die Blickwinkel, die Bildausschnitt is daar was anders. We würden snel den kompletten Teller fotografieren. Dat is niet immer notwendig. Man kan ook een Bildausschnitt machen und de Teller einfach een Teil van das ganze Bildfläche machen. Und de Blickwinkel bei dieser Foto war von oben. Man hat eigentlich drei Blickwinkel. Und das spielt vor allem eine Rolle, was ich fotografiere. Wir haben da auch über diskutiert, über den Knoblauch, die da gerade stand. Der Volker, der richtet sehr gerne nach oben an. So, wenn man zum Nicht Beispiel, nur ich. Nee, also wenn du die Köche siehst, ja. Du hast, glaube ich, Bilder gesehen, du hast zu mir gesagt, wir haben so einen Burger gemacht. Ich habe manchmal so Burger gesehen, die sind so hoch, ja. Aber wir gucken einfach. Wenn wir ein Gericht anrichten, wir sind keine Blattkocher, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also wir Köche achten da schon drauf, dass wir immer schön hoch anrichten. Ja. Ja. Also es ist unser Blickwinkel. Ja, das macht es bei Fotografieren manchmal schwierig, weil wenn man zum Beispiel hoch anrichtet, dann muss man das eigentlich von vorne fotografieren. Dann nutzt es auch nichts von oben zu fotografieren, weil erstens mal hat man dann Schwierigkeiten mit die Schärfe Tiefe. Kom ik gelijk, dat is een beetje technisch, maar daar kom ik gelijk drauf. Anderzijds is het natuurlijk ook niet meer richtig te zien wat man gemaakt had. Also die blikwinkel, of de beeldwinkel, is vooral afhankelijk van wat man fotografeert. Später heb ik daar ook nog een paar foto's toe. Dat volgende foto van blikwinkel is van datzelfde gericht wat ik gerade even had, met de beeldausschnitt. En daartoe heb ik dan de blikwinkel maar wat anders gemaakt. En wat man ook maken kan, is bijvoorbeeld een detailausschnitt. Dat is dan weer op de volgende foto te zien. Wat verstehst du onder detailausschnitt? Is niet een complete teller, einfach een stukje van dat beeld. Okay. Man kan er ook met spielen, man kan alles maken. Het is eigenlijk zo dat wenn man voor een magazine een foodfoto maakt, dan wordt dat richtige foto direct gemaakt. En daarna vangen we aan
andere foto's te maken, einfach auszuprobieren. Und meistens ist es so, dass eine von den anderen Fotos dann letztendlich auch publiziert wird. Da war noch eine zweite Frage, die bin ich mal kurz vergessen. Von oben oder? Ja, aber da war auch noch, mit der Unschärfe, genau. Unscharfe in Hintergrund, das hat auch wieder mit die Schärfe Tiefe zu tun. Schärfe ist eine Flagge. Also wenn man, ich zeig das mal so, man hat drei Sachen. Man hat den Film früher, das ist dann jetzt der Sensor. Man hat das Objektiv und man hat das, was man fotografiert. Und da ist ein bestimmter Spielraum. Also, dat blijft scherp of het blijft niet scherp. Also, dat kan zijn dat dat nur dun is of dik. Wie kan man dat dan beïnvloeden? Dat had met dat objectief te doen. Also, wenn man een längere brennweite neemt, also zo'n Art teleobjectief, dan wordt de achtergrond unscharfer. En wenn man zum Beispiel een weitwinkel neemt, dan is die scharfe tiefe weer groter. Nur es kommt auch mehr in Bild. Also zum Beispiel so ein Detailfoto kannst du nicht mit einem Weitwinkel machen. Das, ist, okay. Das muss man eigentlich mit einem Makroobjektiv machen. Mit einem Makroobjektiv. Ja, wir kommen okay. Dann auch direkt in, beim Equipment und auch direkt zu den Fragen von Peter. Und die kombiniere ich dann ein bisschen mit de, andere Fragen. Was braucht man dann eigentlich an Equipment? Hè? Wie creëer ich diese unscharfe Hintergrund? Wie kriege ich das hin? Wenn ich das möchte und ja, was kann ich das auch mit ein neue Handy erreichen, die heutzutage sind. Heutzutage gibt es Handys, die drei Objektive haben. Es gibt verschiedene Marken. Man macht jetzt keine Werbung für ein oder ander. Und wenn man in die Optik geht, also Weitwinkel normal oder eigentlich ist normal auch schon Weitwinkel oder Tele, würde ich immer empfehlen, diese Tele-Einstellung zu nehmen. Okay, aus was dem Grund? Aus dem Grund, dass man dann etwas besser richten kann. Man hat auch schneller diese Unscharfe in den Hintergrund und das ist einfach schöner. Ich möchte nicht, eigentlich meistens nicht so, dass die Hintergrund zu viel eine Rolle spielt. Okay, also nicht so dominant ist. Genau, okay. Ja. Und dann ist es einfach schöner, das mit einem Teleobjektiv zu machen. Ein Lieblingsobjektiv von mir ist ein Makro. Okay. Die hat immer ein bisschen, oder fast immer ein bisschen Tele. Und man kann auch mal nah dran gehen, man kann diese Detailfotos machen. Also, es gibt, also mit Handy kann man super heutzutage was machen. Die Lenskwaliteit ist super. Man kann es natürlich auch sehr schnell posten auf Instagram. Ist alles was einfacher und wenn es nicht gedruckt werden soll und so, einfach mit Handy machen und okay. Einfach mal spielen, probieren. Auch Licht hat auch eine bestimmte Temperatur, also Tageslicht ist was kälter als zum Beispiel Halogenbeleuchtung. Das stellt er alles automatisch ein, der misst das und korrigiert automatisch, filtert das automatisch und das ist natürlich optimal. Jetzt ist ja oft die Sache, wenn man gerade sich so bei Instagram viele Bilder anguckt, ich meine, wir haben ja wirklich ganz, ganz tolle Fotos auch unterwegs, die da gepostet werden. Mhm. Oft wird einfach ein Filter drüber gelegt. Muss ich auch sagen, mache ich auch immer. Ja. Ja, da ist alles, das Essen sieht mega geil aus, ja, hat ein super schönes Farbenspiel, aber es kommt manchmal nicht so richtig echt drüber. Ja. Wie gehst du damit um oder was gibst du uns da die Empfehlung? Ich habe das natürlich auch gemacht. Ich probiere das auch. Wie, du machst das auch? Ich muss alles ausprobieren. du hast bestimmt auch schon mal bei McDonald's gegessen. Oh, gerade vorhin hat mich der Olli gefragt. Hat er gesagt, sag mal, hat er gesagt, was, du hast jetzt den ganzen Tag nichts gegessen, was isst du auch? Na, ich sag, ich frag einmal zum McDonald's. Ja. Ich sag euch, die Chicken McNuggets mit einer geilen Currysoße. Da kannst du mich mitkriegen, ne? Okay. Ja, nein, Spaß beiseite, ab und zu esse ich natürlich auch sowas, so, du wieder. So, das ist das Gleiche, also ich mache dann auch mal sowas, dann, ich habe dann so eine App drauf, probiere das auch mal aus. Das meiste, was ich normal fotografiere, was wir dann die zwei Tage auch fotografiert haben, bearbeite ich mit Photoshop. Das ist eigentlich für Fotografie das Programm, um Bildbearbeitung zu machen. Obwohl Lightroom die meiste neue Generation. Ich mache den Beruf schon fast 40 Jahre. Also ich bin
eher in der analogen Zeit eigentlich gelernt, aufgewachsen. Danach kam Photoshop, da bin ich mit groß geworden. Danach kam Lightroom. Da war ich aber so mit Photoshop dran, dass ich Lightroom eigentlich sehr wenig benutze. Zu wenig vielleicht. Aber heißt es also, es wird noch sehr viel Photoshopped, wenn Bilder bearbeitet werden, auch im Food-Bereich? Oder wird da auch wirklich mal das Originalbild gelassen? Nee. Ich denke, dass da sehr viel gemacht wird. Es hat manchmal auch Vorteile. Wenn man, ich sag mal, wir haben jetzt hier zwei Mangos. Und die zwei Mangos, die moesten irgendwo in een Bild eine Funktion bekommen. Ja. Da musste aber eigentlich auch noch ein Dritter dabei. Da auch ein Tipp, nimm immer ungerade Zahlen. Sieht besser aus. Okay. Also wenn man zum Beispiel drei Mangos drin legen will, und man will mehrere, dann nimm drei oder fünf, aber kein zwei oder vier. Immer ungerade. Das sieht besser aus. Sieht bei den Rosen, ne? Oder weiß ich nicht. Ja, ist das so eine Rosenkavalier? Ja, klar. Das habe ich mal gelernt gehabt. Bei Rosen auch immer. Ja. Immer schlauer. So, jetzt habe ich aber nur zwei Arme auf dem Markt. Und jetzt will ich noch einen dritten dabei haben. Ja. Und die kann ich mit Photoshop dazu machen. Ja, dann super. Mache ich die eine, die kopiere ich hier rein, in einen, verdrehe das ein bisschen und dann habe ich drei darin. Okay. Das sind Sachen, die mit Photoshop perfekt zu machen sind. Und hier zum Beispiel sehen wir hier, ich habe gerade eben gesagt, das darf keine Macke haben, maar kann die natürlich in Photoshop auch perfekt wegarbeiten. Ja gut, die würden wir jetzt als Köche einfach umdrehen. Oder ja, so. Machen sie wahrscheinlich auf dem Markt auch. Ne? Ja. Genau. Aber wenn man sowas hat, man kann natürlich in Photoshop sehr viel machen. Ich mache nicht so viel damit. Also ich benutze het zwar und ich mache auch solche Sachen, dass es das Macke und so ein bisschen weg oder so ein krass so ein grüne Fleck in so einem Teller nicht gesehen und ist da okay. Drin, dann kann ich das perfekt damit mit wegmachen. Nur ich kann nicht da irgendwelche Filters reinschmeißen, damit es gar nicht mehr aussieht, so wie es eigentlich war. Ja. Es wird benutzt, es wird in viele Bereichen von Fotografie benutzt, aber ich bin da nicht so groß ein Freund von. Okay. Es muss mehr helfen und nicht so viel verändern. Jetzt muss ich noch mal kurz aufs Equipment kommen. Ja. Was, wenn ich jetzt heute, ich meine, du hast eine teure Kamera, der Oliver hat auch hier, der Olli hat teure Kameras hier rumstehen. Muss man sich so High-End-Sachen anschaffen oder kaufen, ja? Auch Stativ, ja? Du hast vorhin auch gesagt, wenn man zum Beispiel mal eine Slow-Motion macht, ich hoffe, ich greife jetzt nicht irgendwas vor, dass man zum Beispiel nicht noch jemanden dazu braucht, dass man es über einen Selbstauslöser machen kann, zum Beispiel mal. Ja, ja. Was empfiehlst du, um wirklich, sag ich mal, reicht da wirklich ein gutes Handy mit einer dreifachen Kamera? Ja, also im Prinzip kann man damit sehr gut mit arbeiten. Die ältere Handys, die keine dreifache Kamera haben, oder es gibt ich denke immer noch Handys, die keine dreifache Kamera haben, die haben meistens einen Weitwinkel. Wird schon ein bisschen schwierig, um daar richtig vernünftige Fotos mit zu machen. Es verzeichnet auch. Hè? Wenn man, we kunnen dat zum Beispiel jetzt auch sehen in Instagram. De Kamera hat ein bisschen Weitwinkel. Unsere Gesichter, wenn wir an der Rand kommen, die ziehen sich. Die sind nicht mehr so, wie wir in Wirklichkeit sind. Das heißt, sie werden hässlich? Ja. Ah. Deswegen steh ich in der Mitte und du an der Rand. Also, ja, jawohl. Sehr gut. Ah, ja, jetzt weiß ich habe das schon über Nacht. Wir haben hier so Striche gemacht, also ich muss ein bisschen hier rüber, dann ist alles verschoben. Ja. Also, okay. Also Handy, wenn man was Besseres machen will, ist ich liebe solche Dinge, spiegellose Systemkameras, okay. Super, sind klein, handsam, auch schön für den Urlaub, die nimmt man einfach mit, perfekt, gute Qualität. Ein Ding, ein Accessoire, was ich absolut kaufen würde, ist ein Stativ. Und, das war jetzt selbst, ein Handystativ, das ne? Ist ein Handystativ, ich habe den großen da. Okay. Damit, wenn es mal wenig Licht ist, so in diesen Jahreszeit, dann hat man wenigstens, andersom, dan kan man quasi zo, dat is een balkopf, nennt man dat. Ja. Dan kan je zo richten. Okay. Genau. Man kan inzwischen nog maar een beetje ausrichten van wie leek dat je het zin. Ik kan de teller verschieben. Man braucht niet immer de camera te verschieben, dat mag je ook vieren. Dan is het niet goed in beeld verschieben in de camera, man kan einfach das Brett verschieben. Hè?
Oder der Teller oder was auch immer. Das muss nicht immer. Jetzt muss ich mal gerade fragen, wenn du so einen Kugelkopf hast. Ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Boah, ich war alt. Mach mal weiter, das kommt mir sicher. Genau. Was man dann auch machen kann. Ach ja, genau. Ja, also. Wichtig, wenn du so einen Kugelkopf hast. Also ich habe auch schon gesehen gehabt, dass Fotografen oder die Food fotografiert haben, die jetzt kein Stativ hatten, die Kamera auch irgendwie schräg gehalten haben. Ja? Dass irgendwie das so, der Tellerrand so schräg. Macht man sowas? Ist sowas oder ist sowas hip? Oder was sagst du dazu? Ja, es gibt ein bisschen mehr Dynamik an der Foto. Es wird nicht mehr so statisch. Okay. Und das hat mit Blickwinkel zu tun, mit wo die Frage gerade eben schon kam. Daar kan man natuurlijk zeer veel mee spelen. Man moet niet immer alles zo gerade instellen. Een teller is ook rond. Also, het is in principe in den Hinsicht egal, wie man den kan. Man kan het zo schräg halten. Dat heb ik ook schon een paar Mal gesehen, dass er wirklich schräg, also die Bilder schräg irgendwie geschnitten sind. Ja? Also nicht mehr dieses typisch gerade, man hat das Essen vor sich oder von oben, wie wir es eben gehabt haben. Ja. Okay, was gibt es noch? Du hast zum Beispiel so eine Alufolie da liegen. Was machst du zum Beispiel mit einer Alufolie? Also, we hebben gerade even gesproken over tageslicht. Hè? Tageslicht is het einfachste. Wenn man zum Beispiel, ideale situatie is zo'n schräges Dachfenster. Wenn man ein Dachgeschoss Warum Dachfenster? Wenn man nicht unter dem Dach ist, dann hat man auch nicht so ein schräges Fenster, glaube ich. Hè? Also, ja, nein, aber warum, was ist da jetzt anders als ein Dachfenster, als wenn das Licht jetzt von der Seite? Weil das Licht dann natürlich reinkommt. Hè? Also, okay. Es kommt quasi schräg. Und das ist natürlich das Problem. Das sehen wir zum Beispiel jetzt hier, das Licht kommt von da, dass wir Schattenseite haben. Also das kriegt mehr Licht ab als hier. Okay. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Das ist einfach mit Alufolie. Das haben wir alles in allemal wieder auch aus der Schublade geholt gerade eben. Man nimmt ein Stückchen Alufolie und man sieht schon, was da mit erreicht. Hè? Dann kommt das kommt das Licht, das wird auf einmal ein Stück heller. Ja, ja, ja. Die kann man auch einfach kleben auf ein Stück Pappe oder so und sich dagegen halten. Und dann einfach so hinstellen und dann. Verstehe. Man kann auch mit Styropor, hè? Das reflektiert natürlich ganz viel. Wenn man Styropor hat, ein bisschen weniger. Hier kann man auch sehen, das bringt ein bisschen so diesen Glanz wieder rein. Okay. Dynamiek in foto's hebben we gekregen, also dynamische foto's, dat erreicht man ook zum Beispiel met Food in Motion, nennen wir das, also Bewegung in een Bild zu brengen. Dazu hebben we ook een schönes Foto. Daar hast du diese Pesto-Soße rondom den Zanderfilet gemacht, met een schönes kleines Kännchen. Ook wieder niet zo'n grote 1 liter Maasbecher, om dan de soos te gaan kiezen. Ja. Dat ziet natuurlijk voor zo'n foto ook niet zo prikkelend uit. Wenn man dan alleine is, ik ken een foodfotograaf uit New York, die had 20 jaar alleine gearbeitet en voor viele magazines gearbeitet en alles alleine gemacht. Einfach de camera auf Selbstauslöser und dann einfach die Dinge gießen. Ah ja. Und dann. Jetzt weiß ich in Zukunft, wie ich das auch machen kann, siehst du? Ja, sehr gut. Jetzt, ich weiß nicht, ob das sehr so gut vernünftig von uns war, um hier so ein Show zu geben. Aber, genau. Jetzt ist ja oft die Sache, die meisten fotografieren immer bunt. Ja. Was sagst du dazu? Also wir wollen ja die Farben sehen, ja. Ich glaube, das ist auch immer so ein Thema. Ich finde teilweise auch Schwarz-Weiß-Fotos finde ich ja teilweise auch richtig geil. Gell? Ja. Also da gibt es ja richtig tolle Sachen, ja. Wenn die richtig in Szene gesetzt sind. Was sagst du da als Fachmann dazu? Ja, finde ich auch. Also ich fand zum Beispiel unsere Foto für die Ankündigung für hier, unser Schwarz-Weiß. Hey, das sah mir mal richtig gut aus. Ich glaube, wir haben auch zehnfache an Zuschauer heute. Also, Schwarz-Weiß wird natürlich in Porträtfotografie sehr viel benutzt, zeitlos und alles. In Foodfotografie eher weniger, weil man möchte natürlich die Farbe sehen. Es gibt aber Situationen, die ich auch schon mal hatte, für zum Beispiel Gastronomen. Ich weiß nicht, ob viele Gastronomen hier unter die Zuschauer sind. Man möchte sein Gastronomie-Gewerbe in Bild bringen für Web oder Webseite oder was auch immer. Da haben wir auch ein paar Fotos zu.
Daar heb ik voor een Italiënisch restaurant, heb ik voor de website nu af te frissen een paar foto's gemaakt. Daar heb ik zum Beispiel de sommelier fotografeerd, wordt er een flasje wijn in gekurkt. Daar had hij met de pfeffermühle Antisch, dat is Essen nog maar nachtgewürzt. En ik heb de pizzabakker uit een küche maar fotografeerd met zijn teig. Ja, dat was einfach, dat is dan ook schön om dat maar dazwischen te hebben. Het zal alles een beetje in balans zijn. Het zal niet alles nur bunte beelden zijn. Dan is het ook maar schön een paar atmosfeerfoto's in zwart-weiß te hebben. Okay. Dat kan man ook maken, wie gesagt, in zo'n gastronomiebedrijf van mensen die aan tisch zitten, daar Spaans hebben. Ja, dat is schön. Das war übrigens auch ein sehr schöner Auftrag. Ich habe da noch ein paar Bilder von mitgebracht. Zum Beispiel Storytelling. Dieses Geschichte erzählen. Story on a plate, nennen wir das. Also eine Geschichte auf dem Teller. Oder das, was wir fotografieren. Auf das Bild ist ein Spaghetti Bolognese zu sehen. Da musste auch noch was Parmesan drauf. Ich versuche immer... wenn jemand kocht, was ab te vangen. Ik heb daartoe van die kleine gläser, wo mijn dessert erin war. Die schmeiß ik niet weg, die heb ik auf. En dan sammel ik daar zum Beispiel die Parmesan erin. En de sommelier wollte dan, heb ik hem gefragt, kannst du mir mal Parmesan geben? Maar ik doe dat dan selber drauf. So viel ich möge. Nee, Corona, dit en dat. En de camera met de Parmesan, waar die Parmesan schon drauf am schmeißen. Godzijdank kon ik hem nog een beetje bremsen. En zeggen, dat reicht schon. En dat zijn zo van die zaken, dat ja, muss man een beetje in ogen behalten. Oké. Okay. Daar heb ik zum Beispiel ook nog twee bijspielen. In diesem Italiaanse restaurant heb ik ook das Essen dan fotografiert, wie de Spaghetti Bolognese. Maar ook de Nachtisch. Want dan hebben we eerst jetzt een beeld, wo es falsch fotografiert is. Dat heb ik van oben gemacht. Daar is also die Blickwinkel rechts van oben. Man ziet aber niet, was voor Nachtisch dat is. Daarna heb ik nog een andere foto gemacht. Und dann guckt man mehr von geradeaus drauf und dann sieht man auch die, was da... Ich will nur kurz unterbrechen. Wir sprechen jetzt hier von Bildern, die bei YouTube eingeblendet werden, ja. Also da, wenn ihr auf YouTube gewesen wärt oder auf YouTube noch reinschalten wollt, das sind diese Beispielbilder einfach mit dabei, ja. Weil wir erzählen hier auch über Bilder, dass wir es einfach nochmal unseren Zuschauern gesagt haben oder unseren Facebook-Zuschauern, dass da wirklich Bilder einfach eingeblendet worden sind, ja. Aber wir werden auf jeden Fall diesen Beitrag mit Sicherheit nochmal hochladen. Dann könnt ihr das in Ruhe auf allen Kanälen, die wir haben, nochmal nachschauen. Nur nochmal kurz zur Info. Ja. Du nochmal. Ja, ich habe da sehr viel fotografiert. Ich habe da auch die Interexterieur Mitarbeiter fotografiert. Und zum Beispiel auch die, da haben wir auch noch ein schönes Foto von. Der würde zum Beispiel geliefert mit nachhaltigen Produkten, worunter auch Bio-Eier. Aus einem richtigen freilaufenden Hühner. Okay. Und die haben dann auch noch bin ich auch hingefahren, fotografiert. Mit das alles so. Man versucht auch etwas zu erzählen, hè, mit seinen Fotos, Bildgeschichte. Und dann ist es auch schön, mal zu sehen, wie das da. Das war auch so ein Familienrestaurant, ist das, dass die ganze Familie da mitmacht und dass nachhaltige Produkte. Dat die eieren ook niet zo irgendwo uit een supermarkt komen, maar werkelijk van veld, van vrijlaufende hühner, alles mogelijke. Waar ja, echt schön zu machen sowas. Jetzt habe ich gestern eine Frage bekommen, die schmeiße ich jetzt einfach mal so rein. Bei uns Köchen war ein Profikoch, der mir die Frage gestellt hat. Der sagt auch, es geht mir genauso. Bist du gut drauf, kannst du richtig geil und gut kochen? Bist du nicht gut drauf, siehst du das am Essen. Wie ist das beim Fotograf? Ja. Bist du jetzt mental, sag ich mal, mega gut drauf, so wie heute? Du hast, glaube ich, fünf Gänge bei mir gegessen gestern, ja. Da musst du ja gut drauf sein. Aber ist auch wirklich diese Sache, wenn du, sag ich mal, dich nicht wohlfühlst, siehst du dann das Bild auch anders, was du fotografierst? Ja. Also das ist eine der wichtigsten Sachen. Ich denke, egal was man macht, man muss es mit Leidenschaft machen, mit Gefühl, mit Spaß. Man muss Spaß dabei haben. Das ist eigentlich mit alles im Leben. Und ich denke,
Ik, een bijspiel, ik mag ook hoogtijdsfotografie. Want wanneer ik zo'n broodpaar vaar morgens, als ik vaar te huis weg, ik heb mijn koffer gepakt, mijn zakken ingepakt, dan mag ik ganz laut muziek aan, richtig peppige muziek, waar ik mij totaal afpep. Okay. Want damit, wanneer ik daar aankom, dat ik meer ja, richtig woe voel, en okay, richtig bok erop heb om te ja, fotograferen. Und, ja, dat was ook hierin. Ik meen, we hebben vaak geen laute muziek gehoord. We hebben ons onderhouden. En het maakt einfach spaas die zaken voor te bereiden. Zich daar rein te leven. Nacht te denken, wat maken we? Wat doen we? Want we hebben richtig spaas gehad die twee dagen. Ja goed, ihr habt spaas gehad. Ik heb die arbeid gehad. Hier 10 gängen hier in 2 dagen. Also hier vom feinsten Morscheln, ja, Kaviar, alles wat es gab. Alles Mögliche, ja. Ja, ja, nein, also das ist bei uns Köchen, also ich sage auch ja, immer, wenn du nicht gut drauf bist, das siehst du am Essen, ja, dann hast du keinen, wenn du, wie du eben sagst, ja, da muss man wirklich mit Leidenschaft dabei sein, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das war jetzt, wie gesagt, die Frage von einem Kollegen gestern aus Berlin, der mich das gefragt hat, was ich dich auch fragen soll, ob das ein Fotograf natürlich ja, auch merkt. Ja, ja. Okay, gut. Aber es ist ganz selten, dass ich nicht gut drauf bin. Also ja gut, ich meine, wer aus Holland kommt, ne, der... Ja, ne? Ja, eigentlich wollte ich jetzt sagen, wenn es mir nicht so gut, dann kiff ich einen und dann geht alles wieder. dann legen wir wieder los. Ja. Genau. Jetzt haben wir ja gesagt gehabt, wir haben 5 Bilder rausgesucht über, ja, über 80 Einsendungen. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr noch Lust habt, dass ihr es einfach auch seht, schaltet jetzt auf YouTube auf Kochkunst-Oseka und dann seht ihr auch die Bilder, die wir jetzt besprechen werden. Wir sind hier wirklich vom Modernsten hier ausgestattet. Ja? Tablet. Ja, so. Ist okay so? So, hier haben wir zum Beispiel, muss ich wirklich sagen, der Holger Tolius. Ja. Ja. Wir hatten kürzlich einen pochierten Kabeljau in Apfel-Vanilleschaum gemacht. Ich habe eine Lakritzspirale gemacht. Da Holger hat hier diesen Krokant gemacht, diesen mhm, Korallenkrokant. Korallenkrokant sind 140 Gramm Wasser, 100 Gramm, 120 Gramm Öl und 20 Gramm Mehl. Das wird verrührt, kannst du mit ein bisschen Farbe einfärben, ja. Okay. Und dann wird es nur in einer beschichteten Pfanne ausgebacken, ja. Und ich habe mich da auch nur mal wirklich gefreut. Ich freue mich da immer riesig, wenn ich dann Feedback von euch bekomme, wenn ihr das Essen einfach nachkocht. Und dann war das zum Beispiel sein Essen. Und das okay, hat er uns jetzt heute reingeschickt, das haben wir jetzt mal rausgenommen. Und jetzt möchte ich einfach mal bitten, was sagst du dazu als Fachmann? Also das Erste, was... Ich glaube, ich drehe das mal so rum, damit unsere Zuschauer das auch besser okay, im Bild sehen. Also das Erste, was ich dazu sage, ist, wenn ich durch Instagram blättern würde, würde ich auch bei so einem Foto anhalten. Also es sieht sauber aus, es sieht... vernünftig aus, also die Komposition, Sachen passen zusammen, Hintergrund, also ist schon das gut gemacht. Also jetzt muss ich Kritik geben. was ich als Kritik habe, warte, der würde mal kurz dunkel, ist, hier kann man zum Beispiel sehen, dass das Teller verformt, es ist nicht mehr rund. Das ist, weil kein richtiger Teller benutzt worden ist und es auch schräg fotografiert ist. Wenn man es jetzt von oben fotografieren würde, richtig von oben, wäre das ein kleineres Problem gewesen. Dann hat er was, aber ein anderes Problem, nämlich ist, dass das nicht mehr definierbar ist. Genau, diese Hippe. Genau. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Genau. Ja. Und das ist dann, meine Frage wäre dann, vielleicht kann man das auch mal hinlegen. Man muss es nicht immer da reinstecken. Man kann es auch anders dazulegen. Oder vielleicht erst mal gar nicht. Man könnte auch den Teller mal von oben fotograferen, ohne diesen Deko. Und daarna mal reinstecken und dann nochmal von een andere blikwinkel fotograferen. Nur das Problem ist, die Tellerrand ist wahrscheinlich ein bisschen höher. Ja. Und eigentlich sollte man das dann mehr von vorne fotografieren. Und dann wird das ein bisschen schwierig. Es ist ein schwieriger Teller eigentlich. Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin da wirklich stolz auf den Holger. Ja. Ja. Weil es also für das, wie er es nachgekocht hat, ist es ein toller Teller. Also wo ich ja, auch gesagt habe, wow. Ja, das war auch für mich so ein richtiges Highlight. Ja. Wenn du...
Also ich koche auch gerne und ich mag auch gerne für Verwandte oder Freunde kochen. Das heißt also, ich komme auch mal zu dir zum Essen, ne? Absolut. Okay, absolut. Gut. Wenn du in der Nähe bist oder du bist... Ich komme öfters mal in die Nähe koche ich dich mal. Du hast mir jetzt die Tage auch lecker bekocht. Ich verspreche dir aber eins, es werden keine 10 Gänge sein, so wie heute oder Nein. gestern. Es wird ein bisschen weniger. Was ich da noch zu sagen wollte, ist, wenn man für Freunde kocht oder für Verwandte, man stellt so einen Teller dahin, jeder wird sich freuen. Ich meine, das ist doch, sieht gut aus, das sieht vernünftig aus, sieht schön aus. Und das Auge ist mit, hè? Also ja. Hier kann das Auge ruhig mit. Aber ich würde jetzt hier schon auf jeden Fall, wenn es wenn eins das Beste ist, bis 10 würde ich persönlich eine 2 plus geben. Ah ja, wir müssen umdenken. Ja. Ja, in Holland rechnen wir de andere Seite in. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, dass du auch mal rechnen musst. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht zu viel. Aber nein, also eine 2 plus, wenn 1 die beste Note ist oder 6 die schlechteste, würde ich auf jeden Fall eine 2 plus geben für das. Ja. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten. So, da haben wir die... Wir gucken mal schnell. Da haben wir hier, jetzt müssen wir mal Hochgenuss. Gucken. Den Hochgenuss. Und zwar den Daniel. Ja, wobei. Genau. Auch wieder das Gleiche, hè? Schön angerichtet. Hè? Also, das sieht lecker aus. Der hat zum Beispiel ein Detailfoto gemacht. Dadurch sieht man auch nicht, dass den Teller verformt. Ich weiß nicht, ob der verformen würde, aber da spielt das keine Rolle mehr, weil es einfach viel näher daran fotografiert ist. Das Einzige, was ich dann zum Beispiel als Anmerkung habe, ist, dass es. Ein bisschen gelbstig hat. Jetzt weiß ich nicht, ob es ein Filter ist oder weil das Licht, wenn du zum Beispiel Lampen benutzt oder Halogenbeleuchtung hat, und, dann kriegt man das nicht hin, um das vernünftig gefilterd zu bekommen. Een tweede ding wat ik heb, de teller reflecteert. Hè? Dat stört hier niet, maar hier stört dat. Dat komt door het glas. Dat glas wat hier staat, had hier geen functie. Een glas kan ook een functie hebben. Okay. Man kan ook een wijnglas erbij stellen. Wanneer het dan ook werkelijk richtig in beeld is, of een beetje in onscherf in de achtergrond, dan kan dat een functie met hebben. Dan erzählt het was over die atmosfeer. Hier niet, hier had het glas. Wanneer dat weggerold had, hadden we die reflectie. Ja, genau, man ziet hier den Rand hier, genau. Ja. Ja. Aber sonst muss ich sagen, wenn man das hier ausschneiden würde, ist es optisch. Auch wieder ein absoluter Hingucker. Ja. Schöne Farben rausgeholt, muss ich wirklich sagen. Hier haben wir Hummer mit einem schönen Pesto und schönem Gemüse dazu. Also gefällt mir auch, ist für mich auch ein sehr, sehr ansprechendes Foto, was mir gefallen hat. Genau. Und das Einzige, was man dann als man kann darüber diskutieren, ob man das dann noch weglassen sollte oder nicht. Genau, das ist wahrscheinlich eine Creme, eine Mayonnaise. Ja, dazu. Aber das sind dann so von die Sachen, soll ich die Salbei wohl oder nicht rein tun? Der eine genau. Mag das andere nicht. Genau. Das ist kein Fehler oder ein Ding. Das ist, Geschmackssache. Aber das würde ich weggestellt haben. Man kann auch hier die Schatten alles sehen. Hè? Also das Glas weg. Genau, ja, das sieht man hier rein. Genau. Also, Daniel, nur ein Tipp hier vom... So, jetzt haben wir hier Gourmet-Köchin, die liebe Petra. Ist auch ein Bild, muss ich sagen, was mir auch für mich ein Hingucker ist. Ja. Weil es was anderes ist. Genau. Also beim Durchblättern würde ich auch anhalten bei das Bild. Technisch gesehen auch sehr gut fotografiert, weil das Eis ist weiß und der Teller auch. Und um da doch diese Zeichnung noch drin zu haben, sehr oft ist es so, dass das Eis dann nicht mehr zu sehen ist. Das geht verloren in den Teller. Und das kann man hier immer noch gut sehen. Man sieht auch ein bisschen diese Vintage-Geschichte. Was auch wieder in die Texte hier zurückkommt, hè? Weil das ist ein Schriftart, die auch ein bisschen zurück in die Zeit ist. Und das Besteck natürlich auch, aber auch die Serviette. Also das ist dann dieses Storytelling auf so ein Bild. Hè? Es nimmt mich zurück in die Zeit. Okay, das finde ich wohl schön gemacht. Ist auch ein sehr, sehr schönes Foto, also was mich auch, oder was uns ja heute Mittag auch angesprochen hat. Genau. Wo ich auch sage, und das Verhältnis, dass jetzt hier der Teller unten abgeschnitten ist. Wollte ich gerade sagen, angeschnitten, angeschnitten, angeschnitten. Alle Seiten angeschnitten, super. Super. Ja. Also, Petra, eine 1. So, hier mein lieben Peter. Also,
Das würde ich am liebsten gleich essen hier, diesen ganzen Hummer, diesen ganzen Teller mit der schönen gelben Soße. Und was hat er gemacht? Schwarze Sepia-Nudeln und genau, Frühlingszwiebeln. So, Peter, Food Scout Germany, jetzt bist du dran, du. Also, also ich finde den Hummer auch super. Ich hätte hem persönlich auf eine einfache Weise platte, so Milchglas, licht van unter een beetje, en dan van oben auffangen, weer terugbrengen. Dat de humor richtig eruit springt. Wat me, also, vind ook super, wat me vooral steurt eigenlijk, is de moester in een teller. Daar had ik wat anders voor genomen. Oké, maar wat man jetzt mal sagen muss, es gibt wenig Köche, ausgelernte Köche. Ja, und der Peter ist kein gelernter Koch, ja, der hier wirklich die Scheren komplett zusammen hat, ja, bei vielen zerreißt, ja, und auch den Hummerschwanz komplett hier richtig hat, ja. Also für mich, lieber Peter, ich habe mir das Foto ja auch angeguckt, wir haben darüber diskutiert, ob wir es mit reinnehmen, wir haben es mit reingenommen. Ich hätte ein bisschen, also so würde ich sagen, einfach weniger von den Sepia-Nudeln mit reingegeben, ja, das ist einfach, dass der, wie du eben sagst, der Hummer wesentlich mehr zur Geltung kommt. Genau. Vielleicht auch hier die Soße vielleicht mal aufpüriert, dass auch eine Leichtigkeit wieder in das Bild reinkommt, weil die Sepia-Nudeln ja sehr, sehr massiv sind. Mhm. Ja. Einfach kurz mit dem Pürierstab reingegangen, vielleicht auch noch einen Milchschaum mit reingezogen, ja, dass du einfach so eine Leichtigkeit mit reinkriegst. Also, wie gesagt, farblich toll, ja, wenn man das Gelb sieht, das Schwarz und das Orange von dem Hummer, aber vielleicht ein bisschen komprimierter und weniger Pasta drauf machen. Dann lieber die Pasta nebendran stellen und nochmal dazu reichen. Ja. Manchmal ist weniger mehr. Hè? Und wenn man sowas hat, hè, das ist viel Struktur drin. So ein Hummer hat Struktur, der hat hier Struktur, überall Struktur. Die Nudeln haben Struktur. Und dann auch noch den Teller. Dann würde ich den Teller anders ausgewählt haben. Okay, also eher dann weiß oder? Ja. Weiß. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Foto. Tja, das ist der Christoph von Barbecue Klapper. Der hat hier heute mal wir haben mit Absicht was anderes reingenommen, und zwar ein Brot hat er mit reingenommen. Ja. Was, aber muss ich ja wirklich sagen, mittlerweile backt er, ich kriege manchmal Posts, die ich manchmal sehe, also mega, was da mittlerweile gebacken wird. Also ich glaube, seit letztem Jahr ist wirklich die Kochleidenschaft extrem nach oben gegangen. Und Brote, da wird mittlerweile wirklich bis ins Detail gearbeitet. Ja, wenn du dir teilweise auf Instagram diese Brotbackereien anziehst, was da gebacken wird, mit Liebe dann geschnitten und was weiß ich. Also ist es natürlich auch eine tolle Sache. Ich liebe frisch gebackenes Brot. Christoph, du wohnst, glaube ich, gar nicht so weit weg von mir, und dann komme ich mal bei dir vorbei und esse mal so ein Brot von dir. Nur zur Info. So, jetzt dein Part. Ich finde nur den Geruch schon lecker. Wir sind heute Morgen, bevor wir haben bei dir gefrühstückt. Psst, sonst kommen morgen auch die anderen und wollen frühstücken. Habe Brötchen, frische Brötchen geholt, und dann den Geruch von im Auto von diese Frau. Boah, herrlich. Und also mal kurz zu dem Foto jetzt. Ich mag diesen Stil sehr gerne. Also low-key heißt das, also mit dunklen Schatten. Het hat ein bisschen Mystik so. Es muss nicht immer alles zu sehen sein. Nur das Einzige, was ich mir fehlt ein bisschen das Idee, dass es ein Brot ist. Also ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Licht von unterkommen lassen. Also zurückbringen mit zum Beispiel die Alufolie. Aber das heißt also, dass du den unteren Teil noch besser siehst vom Brot. Genau. Ja, dass man es besser erkennst. Erkennt, jetzt sehe ich quasi nur den Kruste. Ja. Aber das ist jammer auf hohem Niveau. Hè. Ich meine, ich mag sowas. Also ich find Loki immer sehr schön. Het hat ein bisschen Geheimnisvolles. So. Weiß nicht so. Okay. Man muss nicht immer direkt alles. Okay, also lieber Christoph. Nächstes Mal vielleicht eine Alufolie drunter gelegt, oder? Also nicht unter das Essen, ne? Also sondern von der Seite. Die muss nicht von der zu Seite sehen sein. Genau, die Alufolie Seite, muss genau nicht zu sehen sein. Also von der Seite, dass man ein bisschen. Man einfach mal ein bisschen so probieren, das Licht auffangen und gucken, wie das, wo das hinkommt. Und wenn man das. Man kann es auch. Man kann auch Styropor nehmen, hè? Wenn man mal was zugeschickt bekommen hat, dann hebt man das auf und dann kann man das auch perfekt unterstützen mit een glas oder een Pfeffermühle oder so. Okay. Das immer ein bisschen hinstellen. Was übrigens auch sehr gut funktioniert,
ist, wenn zum Beispiel ein Gabel oder wie gerade eben haben wir das gesehen bei die Foto mit die beiden Gabels, wenn etwas nicht klebt oder nicht liegen bleibt, einfach kleben. Einfach diese, okay. diese kleine Klebdinge, Klebpaste, ja. Und ein klein bisschen kleben, festkleben und fertig. Ah, okay. Ja. Gut. Also Brot backen, wie gesagt, Christoph. Tolles Foto, sagt der William, gefällt ihm. Wie gesagt, mir war es zu dunkel. Ich habe erst zweimal hingucken müssen, damit ich auch weiß, was es ist. Das ist, was ich meine. Ja? Also nächstes Mal ein bisschen drauf achten, dass man auch wirklich sieht, was es ist. Aber trotzdem eine tolle Kruste, würde ich sofort reinbeißen. Ja. Ich glaube, das war's mit den Fotos, gell? So. Ja, ihr Lieben, habt ihr noch Fragen? Dann stellt sie jetzt. Es war keine Frage, aber es war ein Einwand zu dem Hummerfoto. Hat jemand geschrieben, dass sie den Teller dennoch toll findet, weil er so zentriert, die Tellerform außen beim Hummer. Okay, ja. Nur als Kommentar. Ja, das kann ja, wie gesagt, das sind ja alles Ansichtssachen oder Blickwinkel, die wir sehen, die wir als Fotograf sehen, genau. Die wir als Köche sehen. Ja. Und das ist einfach, darüber diskutieren wir ja oder haben einfach unser Feedback einfach auch dagelassen. Ja. Ja. Ich meine, der Teller selbst ist ein toller Teller. Nur würde ich für was, vielleicht für was anderes so in den Grünstich reingehen, da hätte mir sicher heute Abend auch der Zander toll ausgesehen. Ja? So in diese Richtung würde ich einfach reingehen. Ja. So, also hat noch jemand Fragen? Dann stellt sie jetzt. Wie gesagt, wir kommen schon langsam zum Ende. Und es kommt noch was. Ist nur eine Kleinigkeit, ob man sich das später alles nochmal angucken kann. Wir werden es auf jeden Fall hochladen auf YouTube. Auf Facebook und auf Instagram könnt ihr die nächsten Tage. Jetzt müssen erstmal die Jungs morgen wieder heimfahren. Die haben wirklich einen harten Arbeitstag. Wir haben, glaube ich, heute 3 Stunden hier eingestellt, dass die Kameraeinstellung stimmt, dass die ganzen Kanäle stimmen. Wir haben heute Abend auch zum ersten Mal über Instagram LolaTV mit reingenommen. Das heißt also, wir sind zum ersten Mal nicht über ein Handy reingegangen. Und was halt hier auch schön ist, ich glaube, ihr seht wesentlich mehr. Ich werde in Zukunft diese Einstellung auch nehmen. Genau, dann haben wir, wie gesagt, 3 Kameras gehabt. Wir haben über Facebook haben wir's laufen. Also da war heute richtig Arbeit da und ich denke, dass wir mit Sicherheit die nächsten Tage das hier hochgeladen bekommen. Das macht der liebe Olli. Olli, kommst du mal ganz kurz hier rüber, damit man dich auch mal sieht? Oh je. Der Mann hinter den Kulissen, genau. Hinter der Kulissen. So. Das ist unser Oliver, der junge Mann hier. So, also, war mir eine Ehre heute Abend mit euch, den Livestream zu machen. War mir aber auch eine riesengroße Ehre mit euch, mit wirklich Fachleuten. Es hat für mich einen Megaspaß gemacht. Ihr habt mich da auch ordentlich gedreht. Ja. Wir haben auch tolle Fotos gemacht. War für mich eine super schöne Zusammenarbeit, muss ich wirklich sagen. So ohne Probleme. Wir haben uns verstanden, was ja, ganz, ganz wichtig ist. Wir haben besprochen, was ihr Wert legen wollt, weil wir die Kooperation in Zukunft auch machen werden. Weil die Idee wird sein, dass wir vielleicht einmal im Monat den Livestream machen. Und zwar wirklich über 3 Kameras. Ja. Nicht Quantität, sondern Qualität, dass wir einmal ein bisschen was anderes anbieten. Da sind wir jetzt momentan noch am Überlegen, wie wir das Ganze hinkriegen. Aber auch trotzdem jede Woche einen neuen Film hochladen, was wir dann im Vorfeld produzieren werden. Das müssen wir uns noch überlegen. Nächste Woche auf jeden Fall geht es erstmal ganz normal weiter wie gehabt. Vielen lieben Dank an euch beide. Wir haben uns ja gestern zum ersten Mal hier kennengelernt. War für mich eine mega geile Zusammenarbeit. Ich freue mich auf weitere Events. Wir auch. Ja, und wie gesagt, wir planen ja dann im Spätjahr hier sogar einen Kochwettbewerb zu machen. Da werdet ihr beide auch mit vor Ort sein. Ja. Da geht es um Küchenwalder Cup. Da wird aber noch mehr dazu kommen. Das war gestern eine spontane Idee, die hier entstanden ist. Und ihr werdet dann als Fotograf da sein, du als Fachmann hinter dem, hinter den Kulissen im TV-Bereich, beziehungsweise im Videobereich. Ich wollte es nicht machen, die Technik, ich bin kein Technikfreak, ich muss was kochen und dann bin ich da glücklich und die anderen können es super in Szene setzen. Also vielen lieben Dank an euch beide und wir haben da oben noch ein paar Flaschen Wein stehen, die kippen wir jetzt gleich und dann geht's weiter. Also wir haben auch zu danken für deine Gastfreundlichkeit, wir haben super lecker gegessen, also der kann wirklich gut kochen. Und wir haben uns sehr wohl gefühlt und auch ein sehr großes Dankeschön an deinen Gastherr hier, der Michael, der Michael von Küchen Walters Kochwelten. Genau. Wahnsinn, was der Wahnsinn Typ, also richtig, richtig cool. Also wenn man mal einen Kochkurs machen will und es geht wieder, ich würde hier absolut nochmal hingehen. Ja, wir haben ja gestern gerade gehört, das war also für mich eine Zahl, die habe ich in der Kochschule noch nie gehört, ich glaube ihr auch noch nicht.
Die haben hier in einem Nicht-Corona-Jahr 2500 Personen, die hier im Jahr Kochkurse besuchen. Also eine Zahl, die ihr noch nie gehört habt. Und das Schöne ist, es wird jetzt gerade im oberen Stock eine riesen Kochschule aufgebaut. Hier haben wir jetzt momentan 2 Kochstellen. Und da können sogar bis zu 20 Leute dann da oben kochen. Also 20, 25 Personen. Jetzt wird gerade momentan der Außenbereich gemacht. Also eine tolle Location hier. Und vielleicht sehen wir uns ja dann wir sehen uns auf jeden Fall hier. Ja. Und ihr seid ja beim Kochkurs bei mir, wo ich euch mal richtig rannehme. Im April dabei, da habe ich euch ja eingeladen dazu. Und ich lade dich dann bei mir ein. Zum Essen. Zum Essen. Oh, Spaghetti Bolognese reicht mir, wenn die gut gemacht ist und eine gute Piste. Ja, lieber Olli, vielen Dank nochmal an dich. Sehr gerne. Und ich freue mich, wie gesagt, ich bin gespannt auf das Video, was du zusammenschneidest. Auch nochmal herzlichen Dank an das kurze Video, was du mir heute Morgen noch zur Verfügung gestellt hast. Wir haben, glaube ich, innerhalb von 6-7 Stunden haben wir da fast 800 Besucher drauf gehabt, also 800 Aufrufe. Ist, glaube ich, so für so einen kleinen Kanal, den wir noch haben, eine gute Zahl. Ja. Aber das liegt auch an deiner Arbeit, weil wirklich, ich kam ein riesengroßes Feedback zurück. Tolles Video, geil gemacht. Also das muss man einfach mal an euch lassen. Dankeschön. Ja, also vielen lieben Dank. Ich mache jetzt mal noch kurz den Abspann. Wahrscheinlich, vielleicht kann man noch mal gucken, ob noch mal eine Frage gekommen ist. So, nächsten Mittwoch geht es ja wieder weiter. Da bin ich wieder alleine hier in der Küche, muss wieder alles alleine aufräumen, alles putzen. Sind noch Fragen gekommen? Da musst du übrigens heute auch. Ich weiß nicht, ob wir noch helfen. Foodscout wird morgen Hummer kaufen und das Essen nochmal kochen. Sehr gut, Peter. Ich komme dann zum Essen vorbei. Ja? Also. Vielen lieben Dank an Küchenwalter und Walters Kochwelten. Michael, lieben Dank nochmal, dass wir 2 Tage lang hier dein Kochstudio belegen durften. Ich glaube, er war auch happy gestern. Er hat lecker Steak gekriegt, hat einen leckeren Rotwein hier bekommen. Und ich glaube, es war eine tolle Zusammenarbeit, ist eine tolle Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit, was hier so alles passiert. Wie gesagt, wir haben gestern Abend kurzfristig entschlossen, dass wir einen Koch-Cup hier machen werden. Es werden immer 2 Personen also ein Team gegen ein anderes Team kochen. Da werden es auch richtige Meisterschaften geben. Es geht weiter. Nächsten Mittwoch bin ich nicht allein. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich allein bin. Nächste Woche kommt der liebe Philipp. Und zwar von Philipp Dietz. Also philipp.dietz.mainz, aber M-E-I-N-Z Gourmet. Ist ein junger Koch, den kenne ich über die Bauer Fleischmanufaktur, lieber Philipp, ich freue mich nächste Woche und ich bin gespannt, was wir 2 nächste Woche hier zusammen kochen werden. Er hat gesagt, wir kochen einfach, das werden wir machen, darauf freue ich mich sehr. Und ja, wie gesagt, in knapp einem Monat, 3 Wochen sind wir in der Schweiz beim lieben Alex. Die Plätze sind ausgebucht, soviel ich weiß. Und das war es von meiner Seite. Wie gesagt, Olli, nochmal vielen lieben Dank. Du bist immer noch im Background und wirst jetzt gleich einen Abspann machen mit unserer Musik, die wir heute, glaube ich, schon 10.000 Mal gehört haben. Genau. Ja. Vielen lieben Dank. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Ja. Tschüss. Super. Vielen Dank. Macht's gut. Bis demnächst.